So, dann starten wir hinein in die Behandlung der Tagesordnung. Wir haben, oder in die Abarbeitung der Tagesordnung, wir hatten gestern festgelegt, dass wir zunächst die Punkte 19 und dann 34 heute zu Beginn behandeln. Das ist 19 E-Petition, darauf der Zuschuss für die Landeshauptstadt Dresden für eine faire Miete des Rudolf-Harbig-Stadions. Hier haben wir auch gestern vereinbart Rederecht für Herrn Michael Walter, der der Petent oder der anschiebende Petent war. Bitte schön, Herr Walter, Sie haben 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Stadträte, die Altgedienten unter Ihnen werden mich möglicherweise noch kennen. Ich war damals Teil der Initiative Pro RS. Wir hatten zusammen eine spannende Zeit, als das Projekt Stadion entstand. Und dank Ihres Beschlusses vom 18. Mai 2006 zum Stadion wurde der Ersatzneubau an der Lennystraße beschlossen und in sehr kurzer Zeit realisiert. 2009 war die Eröffnung. Auch heute treibt das Thema Stadion und insbesondere der auskömmliche Stadionbetrieb für die SGD viele Bürger um, was man an der Zahl von über 10.000 Unterstützern unserer Petition nachvollziehen kann. An der Stelle möchte ich mal einen kurzen Break machen und sagen, selbstkritisch sagen, der Ton der Petition war gegenüber Herrn Dr. Lames doch recht harsch gewählt. Das war sicherlich auch der damaligen Situation geschuldet. Aber mit Abstand betrachtet war das sicherlich nicht unbedingt angemessen. Und wir sind jetzt inzwischen im Gespräch und werden das auch ausräumen. Ich bitte, das dann auch nicht überzubewerten. Dresden hat sich in jedem Fall ein tolles Stadion geschaffen, ein Hingucker. Da kann man fragen, wen man will. Nutzer vom Kirchentag bis Rammstein, von Kreuzchor bis zur Frauen-WM. Aber der Hauptnutzer ist natürlich Dynamo und der Verein konnte nur durch seine Mitglieder und dieses Stadion überleben und sich danach auch positiv so entwickeln, wie er heute dasteht. Kein Verein der ersten bis dritten Liga in Deutschland kam und kommt ohne öffentliche Hilfen für seine Spielstätte aus. Auch Bayern München nicht. Die Varianten dieser Hilfen sind vielfältig. Das geht über Grundstückspreise, Verkehrsanbindung, Kredite, direkte Zuschüsse und so weiter. Der Geburtsfehler unseres Projektes waren und sind die Stadionverträge, insbesondere der Vermarktung- und Konzessionsvertrag, welche den Hauptnutzer Dynamo in die ungünstigste Position der Beteiligten stellt. Dynamo ist mit dieser Vertragskonstellation ohne regelmäßige Unterstützung mit Ausnahme der ersten Bundesliga nicht überlebensfähig. Ihren aktuellen Beschluss für die nächste Unterstützung haben wir natürlich erfreut zur Kenntnis genommen. Es ist uns auch bekannt, dass der städtische Zuschuss beihilferechtlich an die Betriebsausgaben gekoppelt ist und dem Beihilferecht unterliegt. Will man daran etwas ändern, müsste man den Konzessionsvertrag verändern, beziehungsweise durch Herauslesen der Finanzierung des Darlehens durch die BAM oder eine Veränderung der Gesellschaftsstrukturen der Projektgesellschaft etwas verändern. Von solchen Änderungen wird seit Jahren gesprochen. Es gibt Ausschüsse und Arbeitskreise, aber bisher ohne jedes greifbare Ergebnis. Ziel und politischer Wille muss es aber sein, für alle Beteiligten wieder langfristige Planungssicherheit zu schaffen. Denn es gab ja bereits ab 2014 eine Beschlusslage des Rates, welche die jährliche mühsame Diskussion zunächst beendete. Wir haben dies in unserer Petition so zitiert. Dies ist nun aus verschiedenen Gründen wieder obsolet geworden. Es muss jährlich neu gestritten werden. Aus unserer Sicht nicht immer mit sachbezogenen Forderungen an Dynamo und vernünftigen Argumenten. Unser Anliegen geht dahin, nun auch unter veränderten juristischen Rahmenbedingungen eine dauerhafte Lösung für den auskömmlichen Betrieb des städtischen Stadions durch den Hauptnutzer Dynamo Dresden zu schaffen. Also endlich mal den Stier Stadionverträge bei den Hörnern zu packen.
Wenn ein Automatismus nicht möglich ist, muss eventuell eine Art Matrix geschaffen werden, welche für den Fall X einen Zuschuss Y vorsieht. Denn geht es Dynamo sportlich und wirtschaftlich gut, sinkt auch der städtische Zuschuss. Daher fordern wir den Stadtrat auf und bitten um eine Lösung, analog der von 2014, beziehungsweise einen Rahmen zu schaffen, welcher klar, eindeutig, rechtskonform, aber ohne Befristung den Zuschuss an die Projektgesellschaft oder perspektivisch auch wieder an Dynamo Dresden direkt regelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dies unterstützen und in Angriff nehmen könnten. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und schließe meine Rede ab. Vielen Dank, Herr Walter. Da können sich viele Stadträte in die Scheibe abschneiden. Fast exakt die 5 Minuten eingehalten. Super, danke. Wir kommen damit zur Tisch könnte ich setzen, ja, danke. Wir kommen damit zu den Rednern. Mir ist bisher nur einer signalisiert, deswegen rufe ich direkt auf Herr Gilke. Oberbürgermeister, es gibt einen neuen Antrag von Freien Wählern und der Herr Genschmar meldet sich schon. Ich würde erstmal die Einbringung des Antrags von Herrn Genschmar abwarten wollen. Ich würde dann was dazu sagen wollen, danke. Also schön, dass es einen neuen Antrag gibt, ich kenne ihn kennen. Und insoweit kann ich auch keinen Antrag aufrufen, wie wir das sonst machen. Bitte schön, Herr Genschmar, dann lassen Sie uns mal teilhaben, einen neuen Antrag. Nein, wir wollen nicht die Dynamo-Diskussion noch mal erhöhen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mischa, danke für den sachlichen Beitrag als Pedant. Wir haben heute noch mal in der Fraktion zusammengesessen, uns das Thema noch mal zu Gemüte geführt und möchten gerne einen Ergänzungsantrag zum federführenden Ausschussbericht für des Finanzausschusses einbringen. Ich möchte ihn kurz vorstellen und dann ganz kurz begründen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadionprojektgesellschaft der SG Dynamo Dresden als Hauptnutzer ein Modell zu entwickeln, das klar, eindeutig und rechtskonform, und hier meinen wir haushaltskonform, den Zuschuss der Landeshauptstadt ohne Befristung regelt. Dieses Modell ist dem Stadtrat zusammen mit der Haushaltssatzung der Jahre 2023/24 zum Beschluss vorzulegen. Über den Verlauf der Gespräche ist dem Sportausschuss regelmäßig zu berichten. Wie Herr Walter das schon gesagt hat, wir als Stadtrat haben jahrelang eigentlich schon vor der Stadionfertigstellungssetzung über die Verträge diskutiert. Über den Zuschuss diskutiert. Es waren immer sehr kontroverse Diskussionen. Wir haben uns am Ende trotz alledem mehrheitlich für den Zuschuss einigen können. Und wenn man Dynamo in den letzten Jahren die Entwicklung gerade im sportlichen, finanziellen Bereich betrachtet, haben diese Zuschüsse dazu beigetragen, dass der Verein sich sportlich nach oben entwickeln konnte, sich entschulden konnte, ein positives finanzielles Konstrukt aufstellen könnte. Und bevor wir wieder jahrelang neu die Diskussion führen, was Herr Walter auch in der Petition schon mal gesagt hat, wir hatten das ja schon mal 2014, wollen wir als Freie Wähler anregen, endlich bei dem nächsten Doppelhaushalt wieder eine einheitliche und langfristige oder klare, eindeutige, rechtskonforme Regelung zu finden. Dort haben wir jetzt 2 Jahre Zeit und wir bitten, wie gesagt, im Sportausschuss über die Gespräche, wenn er angenommen wird, dann auch regelmäßig zu berichten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier als Stadtrat da ein mehrheitliches Votum finden könnten. Danke. Als Sitzungsleiter kriege ich den auch noch. Macht sich immer ganz gut. So, jetzt, Herr Gilke, wollten Sie das Wort ergreifen oder haben Sie darauf verzichtet? Und dann auf geht's und dann Herr Schulze. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, dieser Ergänzungsantrag der Freien Wähler kommt eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt
und macht doch uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil, was man vielleicht deutlich sagen muss, die Stadt ist vertraglich verpflichtet, mit der Stadion Dresden Projekt Gesellschaft MbH und Co. KG sich damit sowieso mal auseinanderzusetzen und auch dafür zu zahlen. Und letztlich gesehen ist dieser Antrag jetzt die Möglichkeit, es einfach mal zu vereinfachen und auch uns Stadträten viel Diskussion zu ersparen. Und ich glaube, das ist es schon wert, weil es gibt immer so viel zu bereden und zu besprechen. Und wenn wir da mal eine Sache weniger haben, ist es auf gar keinen Fall falsch. Und vor allem, es geht in die positive Richtung und dem sollten wir weiterhin folgen. Ich bedanke mich. Danke. Als nächster Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ja, lieber Herr Winkler, erstmal vielen Dank für Ihren Beitrag, dann, der auch wirklich sehr sachlich gewesen ist, dann im Gegensatz zu Ihrer Petition. Dann, Sie haben es aber auch schon erwähnt. Nochmal zu dem Antrag, jetzt dann, der hier von Jens Genschmer von den Freien Wählern gebracht wurde. Ich glaube, so die, also einfach diese Thematik hier abzuräumen, dann, indem man jetzt hier, sag ich mal, aus der Hüfte geschossen mit dem Antrag kommt, ist, glaube ich, dieser Thematik dann, auch diesem Umfang und auch diesen Anträgen letzten oder Verträgen dann, es wurde angesprochen, diese Stadionverträge, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen oder auch in die Geschichte nochmal zurückzuschauen, das können wir hier, glaube ich, so in dem Moment gar nicht ohne weiteres behandeln dann, ist auch nicht im Vorfeld eingebracht worden dann oder jetzt den Fraktionen zugeschickt worden. Von der Seite her wird man jetzt erstmal, ohne jetzt in die Debatte tiefer reinzusteigen, beantragen an dieser Stelle dann, also dass wir diesen Antrag gerne in den Finanzausschuss und auch im Sportausschuss nochmal mit beraten können dann und dementsprechend auch nochmal verweisen dann, dass wir erstmal so ein Geschäft wurden und der Antrag. Ansonsten dann, wenn das jetzt nicht durchgeht, dann diese Überweisung, ja, sehen wir uns an der Stelle auch nicht wirklich in der Lage, den jetzt sinnvoll zu behandeln dann und müssten den dann noch ablehnen. Soweit. Danke. Weitere Wortmeldung, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream, lieber Herr Walter, auch ich möchte mich nochmal bei Ihnen für die sehr sachliche Darstellung und Einbringung Ihrer Worte nochmal bedanken und erkenne das auch sehr an, dass Sie auch hier sich bei Dr. Lames sozusagen offiziell vielleicht für das ein oder andere Wort dort entschuldigt haben. Herr Genschmer, auch wir sind jetzt sehr, sehr überrascht von Ihrem Antrag, zumal doch, ich dachte auch, dass Sie eher nicht mit Haushaltsvorgriffen normalerweise sehr schnell sind. Ich gehe das mit, was Herr Schulze gesagt hat, dass wir Ihren Antrag vielleicht rücküberweisen in die Ausschüsse, würde aber an dieser Stelle mal die Verwaltung bitten, vielleicht kurz dazu Stellung zu nehmen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht, dann, wenn man erstmal die Rednerliste und die Verwaltung hatte ohnehin vor, mit Herrn Dr. Lames nochmal sich dazu zu äußern. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Walter. Also vorab auch von mir Gesprächsangebot wie hin und her geschrieben schon und natürlich auch gerade vor der Sitzung auch besprochen. Steht natürlich, aber erstmal Urlaub und dann werden wir uns zusammensetzen können und vielleicht dann auch noch mehr in die Tiefe gehen. Von der Geschäftsordnung ist es jetzt nicht möglich, dass wird der Oberbürgermeister dann sicher auch noch sagen, dass man jetzt einfach einen Ergänzungsantrag rauslöst und in den Ausschuss verfrachtet. Deshalb wäre die Anregung, wenn ein solcher Bedarf ist, vielleicht einen gesonderten Antrag einzureichen und hier zu beschließen und zu beraten. Wir stehen aber auch gerne zum Gespräch dazu zur Verfügung. Nur so viel. Wir haben selbstverständlich intensiv mit der Projektgesellschaft und mit dem Verein über diese von uns immer sogenannte große Lösung gesprochen, dass wir nämlich quasi eine dauerhafte Regelung miteinander finden, um die Verträge zu korrigieren. Aber erstens, wir sind an die Verträge gebunden bis in die zweite Hälfte der 30er Jahre hinein. Und um den Vertrag mit der Projektgesellschaft zu verändern, da braucht man halt zwei Partner. Und ansonsten gilt genau das, was wir aber auch
permanent praktizieren und ich finde auch zunehmend gut machen, nämlich Verträge sind zu erfüllen. Und in der Situation sind wir, also wir haben da nicht so den richtigen Einstieg. Und die gewünschte Korrektur, ich sage es jetzt einfach hier an der Stelle, wenn es auch vielleicht ja, deutlicher ist, als es jemals gesagt worden ist, diese Korrektur im Sinne der großen Lösung nicht vorzunehmen, ist der ausdrückliche Rat des Anwalts von Dynamo Dresden gewesen, im Beisein der Geschäftsführung von Dynamo Dresden. Und diese große Lösung nicht zu machen, ist auch das Ergebnis all der Prüfungen, die wir veranstaltet haben, die wir auch gemeinsam mit der Staatsregierung und dem zuständigen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit durchgeführt haben, wegen dieser beihilferechtlichen Konstellation. Das können wir gerne auch noch mal vertieft diskutieren und vertieft aufschreiben. Aber ich würde mir sehr dringend wünschen, dass nach all den Diskussionen, die wir da geführt haben und auch der Emotion, die immer mit so einem Thema verbunden ist, wir uns nicht in diese Illusionen hineinbegeben, wir könnten das machen und ein Bild dahin zeichnen, dass da noch irgendetwas fehlt, sondern lieber auf dem Weg weiter fortschreiten, den wir gegangen sind und weitergehen. Wir haben einen Beirat miteinander vereinbart und praktizieren den auch, indem wir die Wirtschaftsführung der Projektgesellschaft betrachten. Wir haben, der Stadtrat hat ja beschlossen auf unseren Vorschlag hin, dass er diese 1,5 Millionen Betriebsbeihilfe zusätzlich jedes Mal wieder zahlen möchte, wenn dafür die Voraussetzungen vorliegen. Und die Voraussetzungen gucken wir uns halt im Zweijahresrhythmus hier per Stadtratsvorlage an. Und ich bin auf der Grundlage in der Lage, wenn es von Dynamo gebraucht wird, und das haben wir auch schon öfter gemacht, eine Bestätigung zu unterzeichnen, dass eine solche Förderung aller Voraussicht nach wieder gezahlt werden wird. Und eine solche Bestätigung ist regelmäßig in den letzten Jahren Grundlage der Lizenzerteilung auch für Dynamo Dresden gewesen. Das ist etwas, was wir leisten können vor dem Hintergrund der derzeitigen Verträge, die wir geschlossen haben. Und das ist das Maximum, das wir leisten können. Ich kann es Ihnen versichern, ich kann es Ihnen gerne bei Gelegenheit auch, und ich lasse mich überall hin einladen, Herr Genschmar, das wissen Sie, das kann ich Ihnen dort auch gerne nochmal erläutern und darstellen. Ich finde es im Sinne des Verfolgens eines gemeinsamen Zieles einfach besser, sich die Ziele so zu setzen, dass man sie auch erreichen kann, als dass man Frust produziert über ein Ziel, was eben in der gegenwärtigen Rechtslage nicht erreichbar ist. Soweit nochmal für die Verwaltung. Herr Genschmar. Mal zu den letzten Aussagen, Redebeiträgen. Also wir werden an dem Antrag festhalten. Wir sehen die Diskussion jede aller zwei Jahre wieder aufkommen. Ich sage, wir haben erlebt, dass in dem Haushaltsentwurf, der uns vorgelegen hatte, die 1,5 Millionen damals, also jetzt im Dezember oder wo er dann reingebracht wurde, Mitte letzten Jahres nicht drin waren. Wir sehen in dem Ergänzungsantrag auch ein politisches Zeichen des Stadtrates, dort eine langfristige Lösung zu finden. Und aus dem Grund halten wir an dem Ergänzungsantrag fest. So, weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Dann liegt mir zunächst ein weitergehender geschäftsordnender Antrag vor, diese E-Petition inklusive Ergänzungsantrag rückzuüberweisen in den Finanz- und Sportausschuss. Und sollte das keine Mehrheit bekommen, würden wir dann über den Ergänzungsantrag Freie Wähler abstimmen und dann über den ergänzten oder nicht ergänzten Beschlussempfehlung des federführenden Petitionsausschusses. Also wir würden nur diesen Antrag von den Freien Wählern in den Ausschuss verwalten.
Geschäftsordnung lesen. Sollen wir über mitnehmen, Geschäftsordnung und dann kann man sich damit beschäftigen. Also, es geht vieles, aber das geht nicht. Also, wer für die Überweisung in den Sport- und Finanzausschuss ist, der, wie gesagt, der E-Petition inklusive natürlich der Ergänzungsanträge, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Letzteres ist die Mehrheit, wäre damit, hat keine Mehrheit bekommen. Dann darf ich den Ergänzungsantrag der Freien Wähler zur Abstimmung bringen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Nein. 27 Ja, 31 Nein, 6 Enthaltung, damit abgelehnt. Und damit bleibt es dabei, wir stimmen jetzt abschließend ab über den federführenden Ausschuss Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Nein. 61 Ja, keine Nein, 3 Enthaltungen, damit so beschlossen.